Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich habe seit zwei Morgen denn ganz viel fleißig geübt und gekämpft und geübt und gekämpft und gekämpft und gekämpft, um Geld zu kriegen. Und deswegen habe ich gerade wieder so wenig, weil ich gebe natürlich ganz viel aus im Moment für den ganzen Kram, die wir in den Läden gesehen haben. Und es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht alles so super, wie ich es mir vorgestellt habe, aber... Wie man sieht, ist Refia zum Beispiel jetzt ein Mönch. Die ist jetzt, was ich nicht wusste, oder ich habe das halt gar nicht gecheckt, dass aus dem Mönch halt ein Ninja wird. Und deswegen können wir jetzt halt auch die Ausrüstung ihr geben. Und ich habe dann halt noch ein Stirnband dazu gekauft. Und sie hat jetzt die Schallkrallen. Allerdings nur an einer Hand. In dem Laden gibt es nämlich gar keine Schallkrallen zu kaufen. Also ich konnte ihr nur die geben, die wir schon gewonnen haben. Und an der linken Hand fehlt was. Das heißt, ihr Schaden ist halt jetzt etwas dürftig. Aber ich dachte, ich lasse sie mal so. Sie hat auf jeden Fall ein Stirnband noch bekommen von mir und so weiter und so fort. Luneth kann jetzt auf jeden Fall auch Eisra und Feura und so machen. Was vorhin nicht ging. Ark ist im Moment ein Weißmagier, damit ich den mal so ein bisschen pimpe für die Höhle später. Und Ingus, den habe ich noch als Krieger gelassen. Ich bin immer noch ganz schwer am Überlegen, wen ich zu was mache und ob ich es so lasse, wie es ist. Aber ich habe erstmal mich dazu entschieden, Ark als Schwarzmagier und Weißmagier hin und her wechseln zu lassen, weil ich ihm halt vorher schon die ganzen Zauber gegeben habe. Und das wäre halt etwas blöd, hätte ich die jetzt auch nochmal alle neu kaufen müssen, wenn jemand anderes jetzt zu einem Weißmagier wird. Und so bleibt es jetzt erstmal so bis auf Refia. Wie gesagt, finde ich ganz lustig, wie sie jetzt aussieht. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg in die Wüste. Erstmal muss ich nochmal hier kurz kämpfen, das kenne ich schon. Dann seht ihr sie auch nochmal hier live in Action. Vor allem Refia. Die machen gar nicht mal so wenig Schaden jetzt. Also die haben ja enorm jetzt trainiert. Aber deren Waffen sind halt, also wie bei Refia jetzt, da fehlen halt noch die Schallkrallen. Achso, ja, Ingus, den habe ich zwei Schwerter gegeben. Der macht jetzt erheblich mehr Schaden, als wenn er halt in einer Hand das Schild hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass er halt jetzt auch anfälliger ist. So, wir gehen in den Wald, holen uns einen Chocobo. Denn ich war jetzt auch ganz oft in der Wüste trainieren. Und da sieht man dann auch etwas, was vorher nicht war, weil ich bin ja gar nicht in die Wüste gegangen das letzte Mal. Aber jetzt habe ich hier ganz viel trainiert. Da schwebt es. Da schwebt dieses merkwürdige, komische Baumding die ganze Zeit rum. Ich bin extra mal dem Ding aus dem Weg gegangen. Jetzt gehen wir aber raus und wollen da mal hin. Gucken, ob wir das einholen können. Können wir da irgendwas machen? Bin dem immer aus dem Weg gegangen. Das muss ich bestimmt gleich trainieren, aber... Ja. Können wir da ran? Wie kommen wir denn da an das Teil ran, frage ich mich. Möchte eigentlich gerne dieses Baumhaus erreichen. Wir sollen dem ja auch helfen irgendwie. Das ist ja der Typ, der irgendwie nicht klarkommt mit seinem schwebenden Ding da. Aber, ja. Ich dachte, da kann man das jetzt erreichen. Dann weiß ich gar nicht, was man machen kann. So. Hey du Baumhaus-Ding, komm mal runter. Komm mal runter. Hallo. Hallo. Hä, ich kapier das nicht. Ja, dann weiß ich nicht, was wir machen können. Was haben denn die Elfen gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau, ob wir dem irgendwie anderweitig dann mal helfen können. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Elfenfeen-Dingswald und lese das nochmal durch, wie man da rankommt. Vielleicht brauchen wir später ein Flugschiff oder so eher. Kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben doch irgendwas gesagt gehabt. Und der Wald ist doch hier direkt um die Ecke. Ich habe das jetzt aber vergessen. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur trainiert. So, erzähl mal. Ja. Zauberhain aus Schloss Argus hat den ältesten Baum mit einer Zauber belegt. Ja, und wie komme ich da ran? Aus dem ältesten Baum wurde ein Schloss gehauen und nun wandert er ziellos durch die Wüste. Ihr müsst dem Ältesten helfen. Ja, aber wie denn? Sein Schwachpunkt, wenn er seinen Zauberbarrierewechsel spricht. Aha. Zauberer, der den ältesten Baum fortnahm, kann seinen Schwachpunkt ändern. Ihr werdet ihn analysieren müssen, um ihn zu besiegen. Okay. Wenn der ältesten Baum nicht bald zurückkehrt, werden diese Wälder ja okay. Dann stirbt ihr alle. Ja. Ja, okay. Aber da steht nirgendwo irgendwie, wie wir rankommen, außer dass wir irgendwie diesen Barrierezauber aufheben sollen. Ja,
Gut, ich werde mich jetzt auf den Weg machen und einen Cut machen, denn das würde viel zu lange dauern. Den Turm des Owen werde ich jetzt nochmal angehen und werde bis dahin spielen, bis wir bei der Medusa sind, denn das hatten wir ja alles schon. Und dann rüste ich auch nochmal Ingos und so mit dem Flammenschwert und alles, was ich unterwegs finde, aus. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt im Turm des Owen und ich bin jetzt eigentlich kurz vor der Medusa. Die sehen wir jetzt nochmal. Und ich habe, Ingos richtig gut ausgerüstet. Der macht mega viel Schaden. Der kann jetzt über 500 Schaden machen. Hat aber auch bei Angriff jetzt 53, weil er die Feuerklinge hat und einen Blitzdolch. Das ist ganz gut. Und den Flammenpanzer, den hat er jetzt auch. Bei Lunes bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil er hat jetzt zweimal eine Blitzklinge, weil das angeblich besser sein soll als halt die Schwerter, die mir hier angezeigt werden. Ich würde ihm lieber ein Schwert geben, aber anscheinend ist das alles nicht so toll und habe ihm den Eisstab weggenommen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich lasse ihn jetzt mal mit den zwei Blitzklingen. Jetzt ist er so ungefähr da, wo Refia vor war. Und Refia ist halt immer noch so das schwächste Glied mit Ark als Normalangriffs, aber ich lasse Ark jetzt drinne, weil er ist jetzt Weißmagier und für den Fall der Fälle kann er jetzt die anderen heilen. Zwar nicht wiederbeleben, aber heilen und mal gucken, wo das hinführt. Eigentlich sollten wir das jetzt schaffen. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor, weil wir kennen das ja schon. Oh Mann, hoffentlich. So, Magie. Jetzt machen wir mal Eisra auf sie. Und die greifen wir mal ganz normal jetzt an. Vita mache ich mal auf jemanden, dem es, ja, so lala geht. Direkt am Anfang. Und er greift normal an. Oh, und Dash kommt uns zu Hilfe. Das finde ich gut. Den brauchen wir nämlich. Das war gut. Und das war bestimmt jetzt auch, naja, 130 ist nicht viel, aber mal gucken. Das geht noch, das läuft, alles okay. Komme ich mit klar. Du machst auch mal Eisra, obwohl ich das so lala. Sonst mach mal Feuer. Mal gucken, wie das aussieht. Und du machst wieder Vita, und zwar... Ach komm, oder? Doch, wenn sie jetzt gleich wieder angreift, wer weiß, ob uns das hilft. Dann mache ich es mal auf sie. Ja, eigentlich wollte ich, dass er das jetzt am Ende macht, aber okay. Ja, über 200 ist gut. Du haust auch nochmal deine 57 rein. Jeder Schlag zählt. Mal gucken, wie Feurer reinhaut. Oh, gegen Feurer ist sie nicht so immun. Blitzra. Okay. Okay, dann machen wir das nochmal. Wie, du kannst schon wieder nicht mehr. Oh Manno, echt? Jetzt schon? Machst du schon schlapp? Na gut. Dann machst du jetzt mal ein Item. Und zwar machen wir mal dieses komische, nicht Himmelszorn, obwohl davon hätten wir auch zwei. Wir haben auch noch dieses andere. Bombensplitter, das mache ich jetzt mal. Du heilst schön. Und zwar dich selbst. Und du greifst an. Feuer magst du nämlich nicht. Habe ich gesehen. Na, mal gucken, ob wir es aushalten diesmal, aber... Meine Leute sind halt viel besser gewappnet als damals. Ich denke, das war gar nicht schlecht. Wollen wir das nochmal machen mit deinem Bombensplitterkram? Hier, ich habe zwar nur noch einen, aber egal. Vita auf... Wieder auf mich selbst, nicht auf Ingos diesmal. Und du greifst wieder an. Das war gut. Über 200 ist immer gut, finde ich.
Bis jetzt hat sie noch niemanden versteinert. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es jetzt kommt. Blitzhaar. Auf alle. Das halten meine aber aus. Das halte ich auch noch aus. Schade, dass du das nicht machen kannst. Dann machen wir diesmal Blitz. Du nimmst jetzt mal, warte mal, wie geht's ihr denn? Ach ja, dann nimmst du jetzt mal was zum Heilen, finde ich. Und zwar nimmst du mal eine Hype Potion. Dafür hab ich die nämlich mir hart erarbeitet. Wo ist sie denn? Wo sind die denn? Ist sie ganz oben? Nee. Jetzt übersehe ich sie gerade, glaube ich. Portion. Ist alles so unsortiert. Hier ist sie. Die nimmst du jetzt mal. Du heilst. Oh Gott, ja, du heilst dich auf jeden Fall selber. Und zwar diesmal mit Vitra. Und du greifst an. Hoffentlich bringt der Blitz ein bisschen was. Ja, sogar gut. Oh, ich hab's geschafft. Yeah, yeah. Ich hab die Medusa bekämpft. Ohne, dass sie mich einmal versteinert hat. Und ich hab extra meine Goldnadeln gebunkert. 2600 Gil. Wuhu. 420 Erfahrungspunkte. Lunas ist gestiegen. Rifia. Ark. Und Ingos nicht. Dash, geh nicht zu nah ran. Das Feuer, ich glaube, es wird alles in die Luft fliegen. Endlich erinnere ich mich an alles. Ich bin der Hüter dieses Turms. Ich bin einer der Alten, wie er uns nennt. Ich habe sehr lange geschlafen und ich wachte auf, weil dieser Turm in Gefahr ist. Ich denke, ich habe ein bisschen zu lange geschlafen. Schließlich hat es mich viel Zeit gekostet, mich an meine Aufgabe zu erinnern. Der Schaden ist erheblich, aber es ist noch nicht zu spät. Der schwebende Kontinent darf nicht in die Sonne geschleudert werden, denn das würde schlimme Auswirkungen auf diese Welt haben. Ich werde hineingehen und den Turm stabilisieren. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Es hat Spaß gemacht mit euch. Hat ja eigentlich anders, aber egal. Dash, nein, du wirst sterben, wenn du dort hineingehst. Dies ist mein Schicksal. Geht zur Insel der Zwerge, dort werdet ihr die Kraft des Feuers erhalten. Ich werde euch nicht vergessen. Lebt wohl. Tschüss, Dash. War schön mit dir. Dash! Aua! Au! Au! Wir sind zurück auf der Enterprise. Hat uns Dash etwa hierher gezaubert? Schaut, der Mahlstrom wird schwächer. Jetzt können wir ihn passieren. Ja, da war vorher immer so ein Strudel, den ich zwar gesehen habe, wenn ich mit dem Schiff da lang fuhr, aber man konnte halt nicht durch angeblich. Wir stehen in Deaths Schuld. Lasst uns zur Insel der Zwerge ziehen. Zur Insel der Zwerge. Jetzt müssen wir uns bestimmt bald zu Zwergen machen. Dash, pass auf dich auf. Oh, Refia mochte Dash voll. Yeah, und jetzt können wir weiter. Ich hab's geschafft. Aber was ist mit diesem fliegenden Dingsbums? Weiß ich auch nicht. Wo geht's denn jetzt lang? Ich geh einfach mal nach links. Jetzt werden wir natürlich weiter angegriffen. Vielleicht sollte ich auch mal speichern, jetzt wo ich die Medusa geschafft hab. Ja, hier ist ja nur voll das Vieh. Toll, was mache ich jetzt? Ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Voll der grüne Drache und ich habe es gerade geschafft und ich will nicht nochmal jetzt gegen Medusa kämpfen. Yeah! Voll gut. 406 Gil und so weiter und so fort. Das ist ja toll. Ich werde jetzt speichern. Oh, na klar speichere ich jetzt. Endlich haben wir es geschafft. Ha!
bin echt stolz auf mich. Ich habe ja auch lange trainiert. Natürlich kann ich jetzt hier die Insel erkunden, aber ich will mal nach links fahren und nochmal gucken, wo wir hier sind. Ah, da ist eine Höhle. Und ein Wald. Da will ich mal hin. Was ist denn hier? Da ist doch was. Ein Schokobo-Wald mal wieder. Brauchen wir jetzt nicht. Was sollen wir auch hier mit dem Schokobo? Lava-Höhle. Aha. Können wir da durch? Können wir hier was machen? Oh Manno. Tja, wüsste ich auch nicht, was wir hier machen können. Oh, ich werde angegriffen. Von einem Schildkrötending. Dann machen wir mal Eisrad drauf. Angriff. 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 Macht bestimmt nicht viel Schaden bei dem Panzer, den das Vieh hat. Aber wer weiß. Yeah, 988. Jawoll. Gut zu Lune. Ja, woll. Jetzt ist auch seine gestiegen. Aber anscheinend können wir hier nicht viel machen. Das ist schade. Dann gehen wir wieder raus. Vielleicht erfahren wir ja noch etwas mehr über diese Höhle. Da ist noch eine Höhle. Geh mal wieder in dein Schiff. Und dann gehst du auch nochmal in die Höhle. Was haben wir denn hier? Zwergenschlotte. Ja, hier wollten wir ja hin anscheinend. Haben wir sie ja gefunden. Hey ho, wir sind klein und haben großen Ärger. Hey ho, Menschen, willkommen in der Zwergenschlotte. Hi ho, hi ho. Ich sollte vielleicht eher hi sagen. So, Chocmok. Poco, Kupo. Was Neues? Oder nicht? Nö. Was ist das? Ja, das hatten wir ja schon. So unwichtige Informationen. Wir haben den Schrein mit einem schützenden Zauber belegt. Dem letzten Horn wird niemand zu nahe kommen. Wir werden es verteidigen. Gutsko, der Schurke, er hat das Horn gestohlen. Ein gerissenes Schlitzohr ist er. Tatsächlich. Die zwei Hörner aus Eis sind unser Schatz. Eins davon wurde gemopst und stibitzt, von einem Schuft gestohlen und geklaut. Es muss gefunden werden. Och, die armen Zwerge. Krieger des Lichts, wusstet ihr, dass weit im Osten das Dorf Gisa auf einer Halbinsel liegt? Mhm, und da sind ganz viele Türen. Im Norden befand sich ein leuchtender Turm, doch nach dem Erdbeben ist er verschwunden. Alles, was blieb, ist ein riesiges Loch. Da kann man runter. Reden wir mal mit ihm hier, Anführer. Dieser Schuft Gutzko hat sich mit dem Horn des Eises davongestohlen. Er floh durch den unterirdischen See. Leider können wir ihn nicht verfolgen, als wäre er nicht schwimmen können. Aber ihr seid Menschen, ihr könnt das. Bitte helft uns. Ja, wir helfen auf jeden Fall. Dein Weg wird von einer unsichtbaren Barriere blockiert. Okay. Ja, wenn es denn soweit ist, dann helfe ich natürlich. Lasst uns reinspringen. Oh nein, wir müssen uns doch nicht schon wieder in Frösche verwandeln. Ach, die Arme. Die will das doch gar nicht. Aber erstmal will ich vorher nochmal in diese Türen reingehen und gucken, was da so ist. Hallo? Ach, da kann man sogar durch. Das ist ja toll. Ja, wunderbar. Hier können wir schlafen. Hier ist eine kurze Beschreibung eurer Berufe. Krieger sind Waffenexperten. Mit der Fähigkeit Ausfall können sie mehr Schaden verursachen, doch ihre Abwehr wird dadurch gesenkt. Mönche sind exzellente Faustkämpfer. Ihre Rachefähigkeit erlaubt es ihnen, in der Defensive zu kontern. Weißmagier haben sich auf stärkende Magie spezialisiert. Sie mögen physisch schwach sein, doch ihre Willenskraft ist unübertroffen. Rotmagier können Weiß- und Schwarzmagie anwenden, doch sind ihnen die hohen Zauber beider Schulen verwehrt. Ah ja, das wusste ich gar nicht. So, dann können wir hier schlafen. Was können wir bei ihm? Eine Übernachtung kostet 80 Gil. Und bei ihm können wir auch Sachen kaufen. Ja, das ist natürlich cool. Das ist immer gut. Irgendwas, was wir noch nicht so haben. Eigentlich haben wir gerade alles. Ich habe mich ja gut ausgestattet gehabt. Wir können natürlich da auch nochmal übernachten und so. Wie geht's den Leuten denn? Aber die sind ja wieder irgendwie gut am Start. Ne? Es geht denen eigentlich ganz gut. Was haben wir hier? Hier haben wir bestimmt auch tolle Rüstungsgeschichten und so. Hoffe ich mal. Was ist denn Trifing?
für Luneth und für unseren Krieger. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil ich finde... Ja, das kaufe ich jetzt. Das Ding. Das habe ich mich direkt zu entschieden. Eisenpfeile sind auch immer gut. Vor allem könnten wir jetzt eigentlich Ark auch wieder mal rückgängig machen. Diamantglocke. Die ist auch... Diese Glocke ist auch für jemanden. Das ist für eine Berufsgruppe, die irgendwie später kommt. Ich weiß zwar nicht, wer gerade. Ich glaube, der Gelehrte oder so. Mal gucken, ob das auch bei mir Ark wird. Ich will Ark immer zu so vielen Sachen machen, aber es ist irgendwie... Dann haben wir noch einen Feuerstein. Den haben wir ja aber auch schon. Das ist schön. Dann rüsten wir den mal damit aus, mit seiner neuen coolen Klinge. Wo ist es denn, dieses Trifing? Hier. Und ich sag Trifing, obwohl es Tyfing heißt. Tyfing. Und ich sag aber Trifing. Das ist auch schlau von mir. Sehr schlau. So, und er hier hat bestimmt Rüstung. Eisrüstung, das ist ja auch cool. Eishelm, Eisschild und nochmal einen Karateanzug, den wir aber nicht brauchen, weil sie hat ja schon einen. Ja, sie hatte einen, ne? Aber Eisrüstung und Eishelm, das wäre doch nochmal was hier. Nehmen wir auch nochmal mit. Und wer kriegt das jetzt? Das geben wir auch mal Lune, damit Lune es auch mal ein bisschen hier stärker wird. Und diesen Eishelm. Ja, das finde ich gut. So gefällst du mir, Lunes. Haben wir hier auch noch mehr Sachen, die wir klauen können? Ein bisschen klauen? Klauen? Nicht? Na gut. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal raus aus der Höhle, speichere und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Und dann gehe ich nach unten und dann gucken wir mal, wo uns das alles hinführt. Bis dann!